So ihr Lieben, die Bäume werden grün. Wir haben April. Bei Schickling Maschinenbau und auch bei uns bei Schickling Grill ist richtig was los. Und was hier heute los ist, das gucken wir uns einfach mal spontan an. Gucken mal ein bisschen, was die Maschinen so machen. Let's go! So, es geht schon wieder los. Maschinenbau hat schon wieder fertige Grills für uns. Der LKW, der kommt jetzt wieder rüber. Da gehen schon wieder zwei schöne Big Rockets, nicht kaputt machen. Schöne Big Rockets auf Reisen. Geil. Ja, gehen wir mal in die Montage, mal gucken, was hier so los ist. Ihr seht, ein bisschen haben wir noch auf Lager, aber wir sind auch echt fleißig dabei, um was nachzuproduzieren. Hier sind kleine Holzkohlegrills und dann kommen die jeden Tag zu uns rüber und werden versendet. Steffen! Hat er schon Feierabend? Hier ist übrigens unsere Montagestelle für die ganz großen Big Rockets. Hier ist Steffen immer am Montieren. Hier liegen dann die ganzen Teile, die werden dann ja, zusammengebaut. Zum Beispiel hier haben wir so einen Seitenbrenner oder so ein Kochfeld. Also da steckt schon ganz schön Handarbeit drin, bevor so ein Grill dann nachher fertig ist. Genau, der wird immer fertig montiert, zum Kunden geliefert, weil das wäre einfach viel zu kompliziert, wenn der Kunde den zu Hause aufbauen müsste. Und natürlich, der kostet ja auch ein bisschen und den Service wollen wir gleichzeitig mitliefern. Hier sehen wir zum Beispiel eine Stelle, wo wir die kleinen Gasflaschenhalter vom Gasgrill einpacken. Die landen dann nachher im Karton. Kommt noch eine Anleitung mit rein und dann weiß auch jeder Kunde, was er zu tun hat beim Aufbauen. Guck mal, und hier werden gerade die Planschas verpackt. Unten drunter wird dann noch der Rohrrahmen reingenietet, dass die dann auch schön stabil bleiben. Und die werden jetzt eingepackt und dann sind die auch noch warm, wenn sie bei euch ankommen. Eingepackt sieht das Ganze dann so aus. Einfach ein kleiner Karton. Nichts Buntes drauf, einfach nur ein kleiner Kleber. Also ist einfach gehalten. Und dann geht's ab. Ja, hier geht's weiter auf Hochtouren. Hier werden die Tischbrenner montiert. Das ist jetzt vom großen Gasgrill montiert, getestet. Und dann ab später in den Karton. Und dann gehen die auch schon auf Reisen. Also aktuell ist alles just in time. Alles, was produziert wird, geht dann auch direkt raus. Ja, eine Station weiter. Geht es hier um den Einbaugrill, also man sieht, hier wird alles produziert, hier wird gerade die Fettschublade von diesem Einbaugrill produziert. Also die Teile werden dann gleich da dran genietet, dann haben wir die Fettschubladen vom Einbaugrill auch schon wieder fertig. So schnell geht das. Hier werden gerade an dieser Stelle die Holzkohlegrills eingepackt, die kleinen. Hier sind die ganzen Teile fertig in den Paletten, dann haben wir hier eine Waage, Karton drauf und dann sehen wir, wenn wir zu viel Gewicht drauf haben, dann leuchtet sie rot, dann haben wir wohl irgendwas doppelt drin. Und wenn es dann knapp 30 Kilo ist in dem Karton drin, wir haben grün, orange und rot. Und bei orange muss man nochmal nachgucken, aber es sind nachher, man hat ja auch ein bisschen Unterschiede bei den Pappen, wenn die zu viel wiegen oder zu wenig wiegen. Hier fehlen jetzt 200 Gramm oder 100 Gramm und dann leuchtet sie grün. Also hier ist alles drin. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, die Anleitung war noch nicht drin. Jetzt legen wir sie drauf. Da leuchtet die Lampe grün, alles ist dabei. Und so kann man die Anleitung auch nicht vergessen. Ist das der Große oder der Kleine? Ach, das ist sogar der Große. Jo, das ist ja die Grenze, ne? Ja. Das hat mich total verplappert. Das ist der Große, nicht der Kleine. Also hier wird gerade der Große eingepackt. Da wiegt ein Karton 30 Kilo. Hier ist schon wieder die nächste Palette fertig. Da werden dann immer zehnerweise auf die Palette gepackt. Und die werden dann erstmal eingelagert. Und wenn wir sie dann brauchen zum Versenden, kommen sie zu uns. Was haben wir denn hier noch? So, Malte, hier haben wir auch noch ein bisschen was gelagert. Also wir müssen schon echt zusehen, dass da gut was nachkommt. Also hier stehen noch ein paar Deckel. Was haben wir hier? Gasdeckel klein. Holzkohledeckel klein. Also da müssen wir Gas geben, dass wir immer noch was auf Lager behalten. Ja, Malte, wir haben jetzt ja viel gesehen vom Montieren, aber so nur Montieren ist ja nicht drin. Wir müssen das Ding ja auch fertigen. Und da lass uns mal einfach, wir können zum Tiefziehen gehen. Meinte Philipp, dass da irgendwas gefertigt wird. Das können wir uns mal angucken. So ihr Lieben, hier wird gerade die Wanne für den Big Rocket produziert, für den Tischkocher. Da wird nachher der Seitenkocher reingebaut und das wird jetzt gepresst. Ja, das hat eine Wandstärke oder eine Dicke von 1,5 mm und hier kann man auch noch sehen, was es für eine Materialqualität ist. Es ist 1.4301 und das ist dann wie gesagt V2A. V4A verbauen wir ja nur bei den Brennerabdeckungen, weil sonst wird es einfach echt viel zu teuer. Malte, eine Sache dazu noch, guck mal, man sieht ja, dass hier überall viel Material noch über ist. Das wird dann nachher noch mit einem 3D-Laser abgeschnitten, dann entgratet, dass man auch eine saubere Kante hat und dann kann da halt mit dem 3D-Laser auch noch hier das Loch reingeschnitten werden, wo dann nachher der Tischbrenner oder der Brenner rausguckt
Und so wird dann nachher daraus der Seitenkocher vom Big Rocket. Und auf dem Zettel steht auch noch, sorry, man sieht, der Big Rocket läuft ja noch nicht so in den Stückzahlen wie so die Premium-Grills. Also da werden jetzt gerade 50 Stück von gefertigt. Also es ist auch alles eine kleine Serie. Und ich sehe gerade hier auf der Zeichnung, sieht man nachher, wie das ganze Teil aussehen soll. Hier werden nachher mit dem 3D-Laser die Löcher noch reingebohrt oder reingelasert. Der Rand wird gerade gemacht und noch abgekantet. Hier sieht man gerade, hier machen wir die Seitenteile vom Deckel. Die werden auch gepresst und da wird auch einfach ein flaches Blech reingelegt. Das sieht dann so aus. Und dann wird das gepresst und dann haben wir die Seitenwände vom Premium-Deckel. Genau, hier sehen wir dann auch den Auftrag von der Seitenwand. Also wir brauchen natürlich einmal mal Seitenwand links und einmal Seitenwand rechts. Also hier, man sieht schon, die Stückzahlen wachsen hier ein bisschen. Aber wir achten auch darauf, dass wir nicht zu viele auflegen, sondern halt öfter welche auflegen, weil sonst haben wir super viel immer im Lager stehen. Also es muss ein bisschen just in time alles geplant werden. Nee, kein Grill dabei. Müssen wir noch mehr Gas geben. Hollywood ist wieder da. So, Malte, die Salvagini läuft wieder. Können wir uns angucken. Moin. Hier werden gerade die Seitenteile vom Holzkohlegrill gemacht. Vom kleinen Holzkohlegrill. Ja, und das läuft mit der Salvagini wieder. Die Salvagini war ja vor 2 Monaten, hatte die ja einen Totalschaden. Glücklicherweise haben wir das einigermaßen schnell wieder in den Griff bekommen. Jetzt läuft sie wieder und produziert zum Beispiel hier die Seitenteile vom Holzkohlegrill. Nebenan haben wir noch eine Kantbank. Da wird gerade, wie ich sehe, die Seitenwände vom Unterschrank gemacht. Können wir uns auch mal angucken. Wir müssen nur gucken, dass wir nicht in die Schranke reinlaufen. Das Ganze funktioniert auch komplett automatisch. Also der Roboter holt sich da das Blech, legt es da ein. Und wo packt das hin? Da hinten packt das hin. Da steht dann die Palette. Die wird dann nachher einfach abgeräumt und eine neue hingestellt. Hier geht es auch schon weiter. Hier werden an dieser Kantbank die Oberteile vom Deckel gekantet. Also es sieht dann nachher so aus. Also man sieht auch, hier kommt nachher das Thermostat hin. Und dann werden die so gekantet. Und die Seitenteile, die wir eben gesehen haben, wie die gepresst werden, die kommen dann nachher hier rein. Ja, so, liebe Leute, jetzt wird mal gekantet. Blech nehmen, auf Anschlag, habe ich mir sagen lassen. Also man sieht auch, man kann seitlich das Ding nicht verschieben. Und jetzt muss ich nur noch hier drauf drücken. Wie heißt das hier oben? Matrize? Welle. Die fährt dann runter. Und jetzt? So? Also wenn jemand später einen krummen Deckel hat. Hier. Okay. Ich tue jetzt so, als wenn ich gucke, ob das gut ist. Ich habe zwar keine Ahnung. Soll ich jetzt einmal wenden und nochmal rein? Wenden und rein? Also so. Das war's? Malte, guck dir das an, Junge. Hä? Wenn das nicht ein schöner Deckel ist, so. So, Leute, wir haben uns gerade was richtig Cooles überlegt. Das Ding habe ich ja gekantet. Ich schreibe jetzt meinen Namen da drauf, von Olli gekantet. Und wer diesen Deckel kriegt, der kriegt eine Plansche kostenlos zugeschickt. Also ordentliche Deckel kaufen, ne? Geil. Ja, genau. Und alle, die noch keinen Deckel auf dem Grill haben, jetzt lohnt sich das nochmal doppelt. Ha? So, ihr Lieben, das war ein spontaner Besuch bei Maschinenbau Schickling. Wir haben einiges gesehen vom Tiefziehen, vom Kanten. Die Salvagini funktioniert wieder. Ich durfte tatsächlich auch selber kanten. Habe ich tatsächlich selber noch gar nicht gemacht. Und ganz wichtig, ich habe unterschrieben auf dem Deckel, wer diesen Deckel bekommt, kriegt von uns gratis eine Plansche. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal. Wir haben Lust, euch mit tollen Content zu versorgen. Und wir sehen uns im nächsten Video.